So, Freunde, wir sind heute hier bei Schwetzingen. Wir machen eine Boxautomat-Challenge. Ich muss leider mit dem Mikrofon aufnehmen, weil diese komischen Menschen vom Breakdance ihre komische... ...dass ich mich selber nicht mehr hören kann. Egal, der Bruder hat gerade vorgelegt mit einem sehr guten Schlag, muss man sagen. JNX auf Instagram, er macht auch Beats. Ferdi ist der Nächste, der schlagen wird. Ihr kennt den Bruder aus meinen alten Videos. Aber noch... Und der Bruder hier, der gerade auf Chico aufpasst, geht gerade in sich und sammelt sein inneres Chi, damit die meistmögliche Kraft in seine Faust gelenkt wird. Ich würde sagen, letzter! Wir fangen an mit dem ersten. Da bin ich mal gespannt, was der Bruder schlagen wird. Der Bruder hat einfach eine Zigarette noch im Mund, als wäre alles egal. Aber er hat auch einen harten Punch, habe ich vorhin gesehen. Bam! Der war übermies, der war... Alter, Digga, alles über 900 ist krank. Also Respekt. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Willst du noch einen Versuch? Komm, weil du erster bist, Ausnahme, okay? So, er schmeißt die Kippe weg, meine Freunde. Das bedeutet nichts Gutes für die Gegner. Bah! Sehr zielgenau. Sehr zielgenau. Alter, wow. Sehr stark, auf jeden Fall. Brutal. Jetzt, meine lieben Freunde, haben wir JNX, den Beat-Produzenten, am Start. Der Bruder kommt frisch aus Amerika und macht die krassen Beats für Drake. Another one. Da sind wir sehr gespannt. Wenn du den verkackst, darfst du noch einen, ausnahmsweise. Oh, Alter! Wie viel wiegst du denn, wenn man fragen darf? 140 Kilo wiegt der Bruder. Alter, okay, jeder hat zwei. Another one. Hau rein. Der, ja, halt's Maul, mein Akku. Auf jeden Fall hat der Bruder... Let's go! Also der Bruder hat auf jeden Fall einen zweiten Versuch mit 140 Kilo. Oh, Alter! Stark! Sehr stark! Man muss dazu sagen, die Zahl hat nichts zu sagen, weil Leute mit einem härteren Schlag schlagen manchmal weniger, weil hier geht es nicht um nur die Kraft oder Geschwindigkeit, hier geht es halt auch um Treffquote, also wie genau du triffst und wie schnell du den Schlag umwandelst. Selbst Anthony Joshua hatte wenig bei dem Automaten. So, Nummer 3. Hast du kein Geld? Du hast auch zwei Schläge. Das ist mein Co-Friseur, meine Freunde. Dieser Bruder schneidet ab und an meine Haare. Was war denn das? Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich weiß, wer nie wieder meine Haare schneiden wird. Er war gut. Egal, du hast noch einen. Konzentrier dich, Bruder. Schlag mal von oben runter ein bisschen. Nicht so unten hoch, sondern eher mittig. Zweiter Schlag und... Also, Gott sei Dank habe ich noch einen Hauptfriseur. Hä? Willst du was sagen? Ich habe mir keine Mühe gegeben. Okay, jetzt bin ich aber mal dran hier. Hier, du darfst sogar moderieren. Also, die Leute haben leider kein Motto gesagt. Mein Motto ist... Gleich eins aufs Maul. Jetzt kommt El Patron im Spiel. Okay, ganz harter Schlag. Dann habe ich ja wohl wieder alle Rekorde geknackt, meine Freunde. Aber das ist kein Problem, wir haben ja zwei Schläge. Danach schlage ich nie wieder. Hä? Gucken wir mal, Schlag Nummer 2. Adana-Style. Aber sehr krass gemacht, wirklich sehr krass. Respekt, Bruder. Respekt. Nein, Spaß beiseite. Ich bin erster Platz. Jetzt geht's um dritten und vierten, also jetzt geht's um eure Plätze. Außer du knackst den. Wenn du den knackst. Okay, jetzt seid ihr alle nochmal dran. Ich will euch alle nochmal sehen. Und diesmal will ich eure Mottos hören. Ich bin jetzt die Moderation, meine Freunde. Oha! Also ich glaube, der Bruder hat im Lotto gewonnen. 24 Schläge. Ich glaube, der hat gerade 400 Euro reingeworfen. Er meint's ernst. Hast du ein Motto fürs zweite? Keine Ahnung, Mann. Wie du mir, so ich dir. Boah, der war gut, Alter. Okay, dann gucken wir mal. Wie du mir, so ich dir. Ich bin gespannt. Cola, Bier. Dehydriert. Boah. Also ich muss sagen, die Schläge sind sehr stark. Wow. Lass mich noch einmal. Warte, ich hab mich nicht. Jeder hat wieder zwei Schläge. Also, wie du mir, so ich dir. 978 muss der Bruder toppen. Oder er ist auf dem... Boah, Alter. Alter, also meine Freunde. Der toppt mich. Immer noch mehr, Bruder. Sehr stark, Bruder. Wir haben auf jeden Fall einen Neueinsteiger hier zu meiner Linken. Er könnte eigentlich in der Fußballmannschaft mitspielen, so wie er aussieht, in der deutschen Nationalmannschaft. Aber er hat gerade einen Schlag vorgelegt, da habe ich mit den Ohren geschlagert. Sehr stark auf jeden Fall. In der nächsten Runde bist du dabei. Du bist. Yes.
mal alles, komm. Biene Meier schlägt jetzt, Alter, mit Zigarette. Was haben sie denn da unten in ihr Stutzen drin? Zigaretten. Also, er wiegt 140 Kilo, den Schlag wollt ihr nicht abbekommen. Hast du ein Motto? Lieber ernst genommen werden, als vom Ernst genommen werden. Okay, let's go. Boah, aber der war zu viel, der war zu langsam. Ich glaube, damit wäre der Gegner tot. Warte, warte, warte. Boah. Du hast noch einen. Gib mir mal ein paar Tipps. Hier, der. Ach, ist der da dagegen? Oh, der war schon saftig, Alter. Versuch das nächste Mal deine Hüfte und alles mit reinzudrehen. Dreh mal alles rein. Bandscheibenbruch, gell? Du hattest 905, wie viel? 53. Jetzt bist du dran. Aber ich möchte dein Motto wissen. Alles oder nix. Okay, wir haben Katar auf Wish bestellt hier. So einen schönen Köfte-Spieß. Ey, was wiegst denn du, wenn man fragen darf? 148 Kilo, Alter. Er schlägt auch mit links, muss man sagen. Er ist zwar Linkshänder. Ein anderes Wort für gut. Schlecht. Okay, du hast noch einen. So, damit ich mal, er nimmt Anlauf und schlägt mit links und gibt jetzt alles. Der war nicht schlecht, das könnte dein eigener Rekord gewesen sein. Ja. Ist auch dein Rekord. Warte, warte, darf ich das mal sagen, das ist nur Verarscher. Wenn ich mit dieser Frau jemanden schlage, der geht noch aus. Kennst du Furzgeräusche? Bruder, komm, du bist mal dran. Der Bruder steigt quer ein, aber der Bruder hat auf jeden Fall Schmackes im Schlag. Einfach so aus der Hüfte, als wär's nix, Alter. Also ich muss sagen, du bist auf jeden Fall stark, Alter. Stark, sehr, sehr stark. Für erst ist die Challenge vorbei. Ich bin ausgelastet. Aber wir machen jetzt einfach mal für den Fun-Faktor weiter. Ich hab gewonnen, der Rest ist egal. Egal. So, jetzt kommt ein Punch. Sehr stark. Krass. Krass, walla, krass. Ich will jetzt Nationaltrainer werden. Ich würde sagen, das war schon wieder der Rekord. Und ich habe einen Menschen an meiner Seite, der mich sehr verabscheut. Boah! Ich hab immer Angst bei seinen Schlägen, weil die sehr, sehr hart kommen, Alter. Boah! Boah, der wäre doch hochgegangen, Mann. Was machst du? Gegge dich. Can I get a high? Ja? Wow, 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 wow! Stark! Da fehlen noch 20. Ich hab jemanden gefunden, der schafft deinen Rekord. Echt? Wer? Der. Du? Ja. Oder der sieht aus, als würde er seit seinem Lebensbeginn nichts anderes machen als Boxen, Alter. Komm, aber aus Stand erstmal. Wir haben wieder einen Neuansteiger, Bruder. Stell dich mal vor, wie ist dein Name? Hadi. Hani? Ja, ja. Wie Hani Montana. Bist du nicht aus Frankfurt, Mann? Was machst du hier? Ich bin überall, Bruder. Komm, der Bruder. Also, er sieht aus, als hätte er in seinem Leben nichts anderes außer Boxen gemacht. Der nimmt uns jetzt alle hops, auf jeden Fall. Ich gönne es ihm von Herzen. Der war sauber. Der war sauber, sauber. Wow! Wow! 40 ist krank. Komm, Mann, du machst safe mehr. Seht es an seinen Augen, er schafft mehr. Let's go! Ewa! Komm, komm, komm. Oh! Alter, Alter, ich muss sagen, krank, krank. Wir haben sogar noch einen Neueinsteiger, seinen Kollege. Der sieht eigentlich noch bulliger aus, aber er sieht eher nach Ringer aus als nach Boxer. Wie ist dein Name, Bruder? Moa. Ich küsse dein Herz, Moa. Moa. Hau rein, Bruder. Zerstör das Ding jetzt. Oh, oh, okay. Komm, noch einer. Alter, wieder. Man denkt, der hat gerade so ein Bier in der einen Hand und schlägt einfach jemand kurz K.O. mit der anderen Hand. Ey, Alter. Hau durch, was du kannst, Bruder. Guck mal, dreh mal komplett Hüfte, Beine und hinten deinen Fuß annehmen, wie beim Schlag. Lange Schläge. Der Schlag muss hier enden. Okay, 140 Kilo Bestie wieder am Schlag. Hau rein, komm, ey, Bruder, lange Schläge, lange Schläge. Aber nicht schlecht, Alter, trotzdem. Ich küsse dein Herz, Alter. Hau rein. Leute, die schlagen wollten. Haben wir noch Leute, die schlagen ja, wollen? Ja, die beiden. Jetzt Kopf. Jetzt Kopf. Auf jeden Fall, wir machen jetzt mit Kopf. Mit Kopf. Was, hast du das schon mal gemacht? Nein, noch nie. Er sagt, er ist Profi, also let's go, komm. Bei der Schlägerei ist der Kopf immer von Vorteil. Kopf kann ich nicht. Egal, komm, Kopf, Alter. Das ist auch ein Holzkopf, das sieht man so wie ich, Alter. Komm, Kopf. Boah. Nix können außer Haare schneiden. So, einmal moderieren wir ein bisschen kurz. Wenn ich mir jetzt das Genick breche, dann Grüße gehen raus an meine Mama und Papa. Das war knapp an der Stange vorbei. Ich habe einfach meine Nase getroffen. Also heute bin ich auf jeden Fall nicht wirklich der Fitteste, aber egal.
man hat immer mal gute und schlechte Tage, Freunde. Also niemals runterkriegen lassen von schlechten Tagen. Jetzt unser Bruder JNX. Bam. Ich habe mich etwas erschrocken, muss ich sagen. Ich dachte kurz, ich bin in der Savanne und ein Nashorn greift mich an. 3 Tonnen wiegt das Breitmaul-Nashorn. Mein Kopf ist nur zum Denken da. Denken bin und gedenken und gedachen und. Also nicht wie meiner, okay. Habt ihr noch irgendwas Dummes im Kopf, was man machen könnte? Fuß. 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 Ich bin gar kein Beintyp, Leute. Oh, wow, Alter, wow. Die Leute legen jetzt Sachen vor, ich denke die ganze Zeit, Alter. Ich bin im Techno-Club, dass die Sachen legen. Digga, wie soll ich denn das toppen, Mann? Nein, du hast vorgeschlagen, du hast vorgeschlagen. Jetzt kommt wieder Ferdi, der Raucher. Ihr kennt ihn aus meinen Videos. Und er versucht Beine. Es war sein Vorschlag. Ich bin gespannt. Ah. War gar nichts, Mann. Mein Bein ist verdreht. Dann wollen wir mal, die Pepperhut sitzt ja schon mal drin. Der war saftig. Ich lasse wieder die Leute mal, warte. Da gibt es Leute, die sagen, es steht mir nicht die Kappe nach hinten. Auf jeden Fall, ich lasse jetzt mal die Leute weiterschlagen und mit nur noch der Moderator jetzt. Jede Zahl von euch war einfach stark, ich sag ehrlich. Ja, ja, ihr könnt alle machen jetzt, komm. Auf meinen Nacken, meine Freunde. Sayonara, Mama, Rika, Gasolina, Jack. Bei den Patron, jeder kennt. Cappuccino schmeckt. Sayonara, Mama, Rika, Gasolina, Jack. Also Leute, ich muss sagen, alle waren stabil, alle waren sehr stark. Wir beenden das Video für heute. War auf jeden Fall wild. Leute, passt auf, bis zum nächsten Video. Das nächste Mal machen wir mit Pumping Monkey wieder. Du rufst mich an, geh nicht dran, ist mir egal. Wieder mal will sie ein Date, ist mir egal.